Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Tobias Albers Heinemann und neben mir ist meine neue Kollegin, die Ricarda Heimann. Hallo Ricarda. Hallo Tobias. Hallo an ja, alle. Schön, dass du da bist. Du bist ja jetzt seit kurzem bei uns im Fachbereich Referentin für die Bildungsarbeit mit Älteren und für die religiöse Bildung. Ja, wie hat es dich zu uns verschlagen? Weil du bist ja auch in der EKHN jetzt kein neues Gesicht. Genau. Also ich bin studierte Theologin und habe jetzt zuletzt bei den evangelischen Frauen in Hessen und Nassau als frauenpolitische Referentin gearbeitet, hatte da durch einen indirekten Bezug zur Bildungsarbeit mit der Zielgruppe ältere Menschen, weil wir traditionell, sage ich jetzt mal, der ehemalige Verband, für den ich gearbeitet hatte, die evangelischen Frauen, einen traditionellen Bezug eher zur älteren Zielgruppe hatte. Und was ich bei meiner letzten Tätigkeit gemerkt habe, ist, dass dieses vielfältige und themenbezogene Arbeiten mir sehr viel Spaß macht. Und als ich gesehen habe, dass die Stelle am Zentrum Bildung ausgeschrieben ist, habe ich gedacht, ja, das versuche ich jetzt mal. Und es hat geklappt. Darüber freue ich mich sehr. Ja, nicht nur du, wir freuen uns auch alle, dass du da bist. Und wenn du jetzt gerade so von Vielfältigkeit, Vielseitigkeit sprichst, ich hab dir was mitgebracht. Und zwar, ich habe einen Clip auf Facebook gefunden. Da gibt es ganz viele virale Clips und ich möchte ihn einfach mal zeigen und ja, einfach mal fragen, wie du diesen Clip findest. Ich gebe den jetzt gerade mal frei. Einen Moment. Ich kenn's. Ich kann's und dann mache ich es. Das ist ja kein Spiel, wie das früher war. Da ist man nach vorn gelaufen, ist nach hinten gelaufen, ne? und hat ganz unverschämte Bälle geschickt. Und heute? Nichts mehr Unverschämtes? Doch, manchmal schon. Vom Spielen her und von den Gedanken her, da brauchte ich nicht aufzuhören. Vielleicht höre ich auch nicht auf. Ich weiß noch nicht. Ach, ja. Schön. Unglaublich rührend und inspirierend, ja. Das wünscht man sich, also wünsche ich mir für mich auch, ja. Ich spiele kein Tennis, ich bin Reiterin und ich habe auch so den Traum, dass ich mit 90 oder 100 von mir aus auch noch durchs Gehölz galoppiere. Mal schauen, ob es klappt, ja. Also das ist natürlich was, was ganz Verheißungsvolles, wenn man Menschen, die so alt werden. Mhm. Also das ist, und es wird auch immer mehr, also man kann das ja an statistischen Daten sehen, also und die Lebenserwartung steigt. Es wird ja nicht nur die Gesellschaft immer älter, wir werden auch immer mehr Menschen treffen, die tatsächlich so alt sind. Mhm. Und es ist auch so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man auch bis ins hohe Alter fit oder relativ fit ist, auch steigt. Die Lebensqualität ist einfach im Alter besser geworden. Ja, ich finde das ja auch spannend. Also ich meine, 99 Jahre und da stand ja auch seit 32 Jahren auf dem Tennisplatz. Das heißt, sie hat ja auch erst mit 67 dann angefangen. Nur so zum Thema lebenslanges Lernen. Es ist ja jetzt auch irgendwie kein Stopp irgendwie mit Eintritt der Rente dann irgendwie gesetzt. Also finde ich ganz fantastisch auch. Genau, daran zeigt sich auch, dass man Alter nicht am Lebensalter mehr ablesen kann. Also am kalendarischen Alter. Man ist so lange jung, wie man sich zutraut, immer noch neue Dinge anzufangen und das scheint bei dieser Frau der Fall zu sein, ja. Ja, das bringt mich dann eigentlich auch zu so einem Punkt. Also ich meine jetzt, solche Clips gibt es ja bei YouTube, bei Facebook ja auch, ich sag mal, einige fitte Senioren, wo man einfach auch nur staunen kann, die teilweise mit 80 fitter sind als ich mit Mitte 40. Wie findest du denn jetzt gerade so in so einem digitalen Zeitalter so mediale Darstellung von älteren Menschen? Ja, also das ist mir auch schon aufgefallen. Ich habe auch einige solcher Clips gesehen und da steckt was ganz Positives drin. Also wir haben im Grunde die letzten, vor allem 10 Jahre oder die letzten 2 Jahrzehnte, so einen Wandel erlebt im Altersbild. Also es gab vorher ein relativ stark negativ verzerrtes Altersbild, was mit Krankheit, Tod, Ende, Aus und nichts mehr in Verbindung
stand. Und das hat sich jetzt total verändert. Also mit Alter assoziieren wir andere Dinge und das war ein Weg dahin, das ist auch eine gesellschaftliche Errungenschaft, ja, dass sich mit dem Alter eine Zukunftsperspektive auftut. Dass das ein langer Lebensabschnitt ist, der ist ja genauso lang im Grunde wie von der Geburt bis zur, also man kann auch nicht mehr sagen bis zur Volljährigkeit, sondern bis zum Eintritt ins Berufsleben, nach dem Studium oder so, also oder bis zur Familiengründung. Das ist ein sehr, sehr, sehr langer Lebensabschnitt, meistens, statistisch gesehen, der auch neu ist, den es vorher nicht gab. Und dass das jetzt so positiv sich gewandelt hat, ist für die Einzelnen und auch für die gesamte Gesellschaft hat das viele positive Effekte, weil wir dadurch das Gefühl haben, da ist was, da ist ein riesiger Gestaltungsraum, der sich neu eröffnet hat und die Menschen blicken auch positiver auf die Rentenphase. Ja. Und man kann so ein bisschen jetzt kritisch sagen, es gibt ja immer so bei allen Entwicklungen so ein Für und Wider. Also im 6. Altersbericht hat sich zum Beispiel gezeigt, dass die mediale Darstellung tatsächlich eher zu positiv verzerrt ist. Das deckt sich nicht mit den statistischen Daten. Also die Menschen, die in den Medien dargestellt werden, das sind vor allem Menschen, die sehr fit, sehr gesund, sehr wohlhabend, sehr sozial eingebunden sind. Und das trifft für viele auch zu. Und es gibt einen Trend, der sich statistisch messen lässt. Tatsächlich ist es aber so, dieses also stereotype Bild von den neuen Alten sozusagen, das bildet vielleicht 20% der Altersgruppe ab. Dass die wirklich so typisch dafür sind, die sich damit auch identifizieren können. Und die anderen 80% könnten dann das Gefühl haben, oh, was stimmt denn eigentlich mit uns nicht, ja. Und warum fühle ich mich denn nicht so fit? Warum bin ich denn nicht so gesund? Warum bin ich denn nicht so wohlhabend? Und warum habe ich nicht so viele Menschen um mich? Was habe ich denn falsch gemacht? Das ist ja im Prinzip, wenn ich den Transfer jetzt mal ziehe, eigentlich genau das Gleiche wie auch bei jüngeren Generationen, wenn man sich so mal so die schillernd bunte inszenierte Welt der Influencer ansieht. Alle sind fit, alle sind gesund, alle sind hübsch mit Filter belegt, dass man eigentlich als normaler Mensch, ich sag mal normaler Mensch, einfach schon den Eindruck hat, ja, mit mir stimmt irgendwie was nicht oder ich gehöre nicht mit dazu. Also das ist ja im Prinzip dann genau das Gleiche, oder? Ja, es ist auf jeden Fall ein ähnlicher Trend. Unterschiede würde ich halt da sehen, dass es, glaube ich, für die Jüngeren, wenn die solche Vorbilder haben, in den sozialen Netzwerken noch mal ein bisschen krasser ist. Weil ja auch klar ist, das sind wirklich echte Menschen, die dahinter stehen und die ja auch über einen längeren Zeitraum über ihre Kanäle immer wieder Inhalte posten und sich immer wieder zeigen. Und der andere Unterschied ist, dass die ältere Generation gerade dabei ist, den Online-Raum, sage ich jetzt mal, auch für zu entdecken dafür, dass sie selber Inhalte auch erstellt. Also bisher sind die Älteren eher als Konsumenten aufgetreten, wenn sie online sind. Es sind ja auch nicht alle online. Und das kommt jetzt, zögert immer mehr, dass die Menschen auch merken, ah, okay, ich kann ja selber was machen. Also ich muss ja gar nicht darauf warten, dass ich als älterer Mensch inszeniert werde, sondern ich kann ja auch selber Inhalte setzen. Aber dann ist natürlich auch nochmal die interessante Frage, wenn das stattfindet, wer setzt sich dann mit den Inhalten durch? Ja? Also welches Bild wollen zieht dann auch? Ja? Und das wird dann auch nochmal spannend. Ja. Ich meine, grundsätzlich der Vorteil einer digitalisierten Gesellschaft ist ja auch einfach, dass jeder Inhalte auch erstellen kann und man jetzt auch erstmal nicht abhängig von dem Wohlwollen anderer ist. Das heißt, machen ist ja erstmal möglich. Aber was bedeutet das denn für dich, ich sage jetzt auch mal, für die Bildungsarbeit? Ich sag mal, hast du da jetzt bestimmte Ideen, Wünsche oder auch Ansätze, wo du jetzt sagst, damit fange ich jetzt an? Also ein Thema ist wirklich diese Vielfalt von Lebensbezügen, Lebensstilen im Alter
mit der wirklich ins Arbeiten zu kommen, sage ich jetzt mal. Also ich merke das schon daran, jetzt, wenn man so eine 100-jährige Frau im Video gesehen hat, da poppte bei mir gleich der Begriff fünftes Lebensalter auf. Also es gibt jetzt ständig irgendwie immer neue Begriffe, weil alles immer vielfältiger wird. Also man kann sagen, dass Menschen, je älter sie werden, desto unterschiedlicher werden sie auch. Also das differenziert sich immer weiter aus. Und es ist ja auch ein neuer, also dadurch, dass der Lebensabschnitt auch so lang ist, differenziert er sich auch innerhalb der Lebensphase Alter. Also vorher war es halt Kindheit, Erwachsenenleben und Alter. Und jetzt ist die zweite Lebenshälfte unterteilt in drittes Lebensalter. Das ist so die nachfamiliäre Phase um den Renteneintritt rum. Dann das vierte Lebensalter, wo die Kräfte langsam schwinden. Und jetzt poppt schon die Diskussion ums fünfte Lebensalter auf. Das sind dann die ganz, ganz Hochaltrigen, wie eben diese fast 100-jährige Frau im Video. Und wir merken, wir kommen mit unseren Begriffen nicht hinterher. Also es ist so vielfältig und wir haben das Gefühl, wenn wir einen Begriff nennen, schließen wir Menschen aus, die nicht gemeint sind. Und wenn wir eine bestimmte Gruppe meinen, ist es schwierig, einen passenden Begriff zu finden. Und das ist ja auch wichtig daraufhin, wenn wir Angebote entwickeln, wir müssen ja erstmal klarkriegen, wen wollen wir denn damit ansprechen? Und wenn man schon keinen Namen dafür hat, ist es gar nicht so leicht. Also das wird uns noch eine Weile beschäftigen. So. Und das ist ein großes Thema und ja, und dann würde ich, wir sind in einem gesamtgesellschaftlichen Prozess, was das angeht, also es fällt ja auch immer so dieses Krisenstichwort Überalterung der Gesellschaft, das ist irgendwie eher negativ konnotiert, das Umlagesystem der Rente steht da in Frage, das ist einfach schwierig, die Belastung für die jüngeren Generationen ist da sehr hoch. Also auch Generationenkonflikte und aufgekündigte Generationenverträge, das wird immer alles so genannt. Ich würde das gerne nochmal in so einem anderen Framing sehen, weil eigentlich diese alternde Gesellschaft der Effekt ist von gesellschaftlichen Entwicklungen, die total positiv sind. Also erstens, dass wir so alt werden, dass wir also doppelt so alt werden, statistisch gesehen, wie die Menschen von vor 100 Jahren. Das ist irre eigentlich. Und das andere ist natürlich auch, dass die Lebensverhältnisse von Frauen sich massiv verändert haben. Also, dass sie weniger Kinder bekommen, dass sie selbstbestimmter leben können. Ja. Und das wird sich im Alter auch, also dieses Frauenthema, ich komme ja jetzt aus der Frauenpolitik, von daher rastet das bei mir immer noch schnell ein, ja, dieser frauenspezifische Blick. Und das ist auch in Bezug auf das Alter nochmal interessant, weil ich stelle mir denn jetzt vor, da gehen jetzt ganz, also ein ganz großer Teil der Bevölkerung geht jetzt in Rente. Und die treten aus dem Erwerbsleben aus und damit auch aus diesem Leistungsparadigma. Ja? Also das sich nur darüber zu definieren und das haben wir irgendwie auch so in den letzten Jahrzehnten erlebt, dass das so mächtig ist, ja, also dass das so alles reguliert, so der Kapitalismus, in dem wir leben und dass das die gesamte gesellschaftliche Kultur dominiert. Und jetzt wird es so sein, dass ein sehr großer Teil der Bevölkerung nicht erwerbstätig ist und die sich in der Lebensphase befinden, für die es ganz wenige Skripte gibt, ganz wenige Normvorstellungen, wie Menschen sich verhalten sollen und was sie denken sollen. Und das finde ich, also da frage ich mich, wow, was steckt denn da für ein Revolutionspotenzial drin, eine gesellschaftliche Kultur auch zu verändern? Gerade auch für Frauen, also ich bin in der Lebensphase Beruf, Familie und da wird man als Frau ständig konfrontiert mit Skripten, mit Normvorstellungen, was man richtig und falsch machen kann. Meistens kann man nur alles falsch machen. Und wenn ich jetzt so Frauen sehe, über 50, die mir sagen, ich werde immer freier, ja, also das fällt alles ab. Irgendwann, also ich werde irgendwie unsichtbar für diese ganzen, diesen ganzen gesellschaftlichen Druck und ich kann jetzt machen, was ich will und das mache ich auch. Und wenn jetzt bald, und dies, was da drin steckt, ja, dass es einfach viele Frauen gibt, die rausfallen aus Skripten, aus Normvorstellungen und machen können, was sie wollen, also das kann ich mir vorstellen, das wird was verändern, ja, und darauf freue ich mich auch, ja.
Du hast gesagt, da steckt ganz viel Potenzial drin, Gesellschaft zu gestalten, Zukunft zu gestalten. Wie ist denn deine Vision oder dein Wunsch von der Zukunft, auch wie es jetzt weitergeht? Ja, wir stehen, glaube ich, als Gesellschaft vor ziemlich großen Herausforderungen, also auch jetzt, was das Klima-Thema angeht, was das Digitalisierungsthema angeht. Da werden jetzt also tiefgreifende Transformationsprozesse sehr wahrscheinlich stattfinden. Ich hoffe das auch ein bisschen, dass das stattfindet, ja. Und ja, die Gruppe der Älteren, das liegt ja auch so ein bisschen an diesen, also wie Fridays for Future ja auch aufgetreten ist. Also in berechtigter Weise zu sagen, wir haben generationenspezifisches Interesse, hier jetzt mal ein bisschen Druck zu machen. Und wir erleben das so, dass die Älteren das eigentlich immer nur blockiert haben und das nicht ernst nehmen und dass die nicht genug Angst davor haben, weil deren Zukunft nicht mehr lang genug ist, als dass sie davon betroffen sein können. Und das ist immer, also die Rolle der Älteren in diesen notwendigen Transformationsprozessen eher negativ auch gesehen wurde. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, in 3 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren, wir sind mittendrin in so einem Transformationsprozess, es verändert sich was, die Menschen sind verunsichert, ist es gar nicht schlecht, eine große Gruppe von älteren Menschen zu haben, die keine Zukunftsängste haben, ja, also die gut abgesichert sind, die fit sind, die ziemlich positiv auf ihr Leben blicken können, und das ist auch eine gesellschaftliche Ressource, glaube ich. Also da werden wir alle von profitieren können, ja. Und ich bin gespannt, was die Themen sein werden in den nächsten Jahren. Also es gibt natürlich jetzt so ein paar Themen, die im Raum sind für die Bildungsarbeit mit älteren Menschen. Das ist aber alles so offen, sage ich jetzt mal, und so im Werden. Und es ist ja auch nicht mehr so, dass die Kirche jetzt so ein Angebot macht und alle laufen dahin, egal wie das ist. So, das ist ja nicht mehr so, sondern auch die kirchliche Bildungsarbeit wird sich dahingehend ändern wollen müssen, dass wir Strukturen schaffen, in denen interessierte ältere Menschen ihre eigenen Kompetenzen, Ideen einbringen können und sich vernetzen können. Das wird das Thema sein. Und wir bringen viel mit und wir werden weniger setzen, und darauf bin ich gespannt, was kommt. Ja, es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Prozess sein, und was du auch sagst, Veränderung der Bildungsarbeit, das betrifft uns ja alle. Von daher werde auch ich gespannt sein, wie es die nächsten Jahre weitergeht. Ja, wer also Interesse hat, mal mit Ricarda Heimann ins Gespräch zu kommen, Kontakt aufzunehmen, die Kontaktdaten, die werden jetzt hier unten eingeblendet, und einfach fühlen Sie sich eingeladen, einfach mal zu schreiben oder anzurufen, nachzufragen, Kontakt aufzunehmen. Dir, Ricarda, herzlichen Dank für das kurze Gespräch, für die Vorstellung. Auch. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dir und Ihnen zu Hause und vor den Geräten auch erstmal alles Gute. Wenn Sie Fragen haben, wie gesagt, nutzen Sie die Kommentarfunktion oder melden Sie sich einfach, rufen Sie an, schreiben Sie E-Mail. Bis dahin alles Gute und tschüss. Tschüss, bis bald.